Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Themenbereich Deutsch Grammatik. Ich bespreche hier das Verb in der Form des Konjunktiv 1 und zwar in der Zeitform der Futur 2 oder Zukunft 2 oder auch vollendeten Zukunft genannt. Beginnen wir mit der allgemeinen Bildung. Die Bildung ist hier dreiteilig. Der erste Teil besteht aus den Konjunktivformen vom Hilfsverb werden. Das Vollverb wird gebildet im Partizip 2 und das Infinitiv von sein oder haben bildet den Abschluss der Bildung dieser Zeitform. Wenden wir das Ganze an und zwar einmal mit dem Infinitiv haben am Ende und zwar mit dem Verb lesen. Erste Person, Einzahl, Bildung, Konjunktiv 1, Futur 2. Ich werde gelesen haben. Zweite Person Einzahl, du werdest gelesen haben. Dritte Person Einzahl, er, sie, es, werde gelesen haben. Dann die Mehrzahlformen, wir werden gelesen haben, ihr werdet gelesen haben und die dritte Person Mehrzahl, sie werden gelesen haben. Das war die Bildung mit dem Infinitiv haben. Jetzt folgt noch eine Bildung mit dem Infinitiv sein am Ende. An dem Beispiel gehen. Ich werde gegangen sein. Du werdest gegangen sein. Er, sie, es werde gegangen sein. Wir werden gegangen sein. Ihr werdet gegangen sein. Und schließlich noch, Sie werden gegangen sein. Es ändert sich im Prinzip immer nur die Konjunktivform des Hilfsverbs werden. Der zweite und der dritte Bestandteil bleibt gleich. Das Konjunktiv 1 wird ja in der indirekten Rede verwendet. Das ist auch bei der Zeitform des Futur 2 oder Zukunft 2 nicht anders. Hier zwei Beispiele dazu. Erstes Beispiel, direkte Rede. Er sagt, ich werde nach Haus gefahren sein. Hier haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können die indirekte Rede als Hauptsatz bilden oder als Gliedsatz. Als Hauptsatz lautet die Lösung, er sagte, er werde nach Hause gefahren sein und das gleiche als Gliedsatz formuliert, er sagte, dass er nach Hause gefahren sein werde. Dann noch ein zweites Beispiel. Sie sagte, ich werde das Gemüsebeet umgegraben haben. Auch hier zuerst die indirekte Rede als Hauptsatz. Sie sagte, sie werde das Gemüsebeet umgegraben haben. Und der gleiche Sachverhalt als Gliedsatz formuliert mit der Konjunktion das. Sie sagte, dass sie das Gemüsebeet umgegraben haben werde. Das war ein kurzer Überblick über die Bildung der Zeitform des der Zukunft 2, vollendeten Zukunft oder Futur 2 genannt. Wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Bis bald bei einem neuen Video.